Ich hatte dich noch den Kopfhörer noch gar nicht eingestöpselt. Ah. Das ist der perfekte Zeitpunkt für ein Live-Update. Und der fällt mir aus dem Ohr. Hast du mich gerade fett genannt? Ja, wieso? Ich weiß nicht. Ist Sonntagmorgens, wir sind heute erst Sunday Morning. Sogar ganz Morning. Es ist Viertel nach zwei. Ja, wunderbar. Und ich passe nicht mehr in Flo's Ohr rein. Ach, irgendwann wieder. Ja, ach. Wenn meine Ohren wachsen. Oder ich endlich abgenommen habe. Haha. Ach ja, wir nehmen diese Folge auf ganz besonderen Wunsch. Auf wessen Wunsch? Dela. Ich glaube, die hat das anders gemeint. Die hat wegen uns Migräne oder so. Ja, wir sind die, die auch mitten in der Nacht noch andere Leute ihre Seelen streicheln. Unter anderem. Ja, oder die eigene hart gewordene Seele. Ach, würde sie doch nur hart werden. Ich empfehle 2 Eisstielchen und Gummibänder. Ja, ich weiß. Ich kenne deine Vorlieben. Oh ja. Ach. Ich schlafe noch, deswegen bin ich vielleicht nicht ganz so voller Elan wie sonst. Kenn ich. Irgendwie hat das mit dem Schlafen schon besser funktioniert. Naja, ich musste einfach nur nachts auf zum Pinkeln und habe gesehen, dass ein Hilferuf da war. Ach ja, sehr schön, wenn die Dings Medien funktionieren. Natürlich, so muss das sein. Haben wir Themen? Ja, aber wie ich gerade festgestellt habe, funktioniert hier gerade bei mir der Firefox nicht ordentlich. Der schläft bestimmt auch schon. Der zeigt mir keine Dingsbums mehr an. Wie heißt das? Wikipedia. Die Linkleiste. Ach so. Die Anwendungen auf diesem Rechner sind aktuell. Sehr schön. Ach, dann muss ich das erstmal das wieder mit der Hand machen. Ja, wie immer. Einer muss es ja machen. Ja, aber meine Hände sind so kalt. Ich mag ja den Herbst. Ja, ich auch. So, da sind sie doch wieder, diese Dinger. Man schwitzt nicht mehr zwangsläufig. Ja, nur noch, wenn man will. Genau so. Oder wenn man zu doof ist, den Kamin zu bedienen. Sind wir wieder bei diesem Sexding? Du wirklich? Schatz, ich habe den Kamin bedient. Er dampft schon. Ich habe meinen harten Holzscheit reingeworfen? Naja. Wie heißt dieses Eisendings, wo man stochert? Messer? Nein, im Kamin. Ach so. Um die Uhrzeit sind die Wortfindungsstörungen noch. Klappspaten. Dankeschön. Das hilft jetzt auch nicht weiter, wenn du mich beleidigst. Warte, ich gebe mal ein Metallstocher-Ding im Kamin. Bestimmt.
Bestimmt hört der Spotto das wieder nach und wird uns wieder anschreien. Ich kann ihn verstehen. Du willst uns auch anschreien? Nein, das wäre so laut. Ich will meistens nur weinen. Der findet nichts für Metallstocher-Dinge im Kamin. Guck ich nochmal Ding im Kamin und gehe auf die Bilder so, oh Gott. Ach, was ist damals? Das erste, was ich angezeigt bekomme, ist, gute Frage, nett. Was ist das für ein Ding auf dem Dach? Der Schornsteinfeger oder der Weihnachtsmann? Wir können nur hoffen. Ja, dass der Schornsteinfeger dieses Jahr Geschenke bringt. Meistens bringt er Rechnungen. Wie heißt das Ding denn? Schnuffel. Hi Schnuffel, falls du das hörst. Schürhaken, verdammte Scheiße. Ah. Natürlich sind jetzt die ganzen sexuellen Anspielungen raus, aber jetzt weiß ich's. Ach so. Sowas habe ich ja nicht. Ich auch nicht. Ich habe ja auch keinen Kamin. Mein Vermieter legt mir einfach zwei diese ganz billigen Lederhandschuhe aus dem Baumarkt nebendran. Ja, dann fassen sie da rein. Und dann ist das so. Ja gut, ich muss sagen, das funktioniert auch ganz gut. Man muss halt schnell sein und ja, wenn man es macht, bevor er brennt. Nee. Wie gesagt, man muss halt schnell sein. Nee, das wäre schon nichts für mich. Nimm das Stück Holz daraus. Okay. Ah. Ja, Schatz, wie war denn deine Woche? Okay. Also ich weiß es ja schon so ein bisschen. Und ja, ja. Eindrucksvoll. Glaube ich dir. Es gab sehr viel Schlechtes und auch Doofes. Na, wenigstens gleicht sich alles aus. Ja. Ja. Meine Schmerzen sind wieder symmetrisch, das ist gut, weil wenn es symmetrisch ist, werde ich nicht daran sterben. Oder du wirst symmetrisch dann sterben. Dann ist es wieder gut, weil Symmetrie rockt. Yay. Wo ich wieder an den Spotto denken muss, der glaube ich irgendwann mal sagte, Symmetrie ist die Ästhetik der Dummen. Hi Spotto. Wir sind die Dummen. Hallo. Ja. Und bei dir, Flo? Ich stelle fest, dass Nachtspodcast mir Sodbrennen macht. Ja, vielleicht schlägt dir einfach meine Stimme auf den Magen. Nein, die Woche war üblich. Also nicht gut. Aber hey, die nächste hat einen Feiertag. Yay. Ich nehme mir immer vor, im Bett zu bleiben. Auch so, okay, am Wochenenden. Deswegen liege ich ja jetzt auch im Bett. Man sieht, wozu das geführt hat. Tja. Ich habe immerhin 62% Akku. So lange können wir die Sendung machen. Wir müssen eh mal gucken. Wir müssen unsere Folgen länger ein Stück weit beschränken. Das auch war mein so Vorschlag. Ungefähr eine Stunde generell, weil ich natürlich nicht auf die Technik-Timeline gehört habe und einen anderen Hoster genommen habe als empfohlen und der ein Upload-Limit für die Größe von Dateien hat. Was ungefähr bei einer Stunde liegt. Oh ja.
Da habe ich kein Problem mit. Ja, dann aber kann das man hochladen. Das. Stimmt. Ja, wenn ich es hochladen würde, dann wäre die erste Folge jetzt noch nicht online. Weder von meinem Talent noch von meiner Internetleitung her. Ach ja. Aber wir könnten es dann mit Kassettenrekorder aufnehmen. Und das Tape einfach zu dem Hoster hinschicken und sagen, lad das hoch. Alter, lad hoch. Ja. Das könnten wir tun. Das hätte mal was. Podcast auf MC. Und gab's die einfach dann schon. Für jeden, der es hören will, duplizieren. Das wäre mal retro. Als hätten wir im Original nicht schon genug Fehler. Was? Fehler? Wir? Nein. Das sind keine Fehler, das sind Alleinstellungsmerkmal-Glitches. Oh, das ist aber schön. Nennen Sie uns mal Ihre Stärken und Ihre Alleinstellungsmerkmal-Glitches. Ja. Ja. Mein Auto wird immer langsamer. Du sollst doch nicht beim Autofahren podcasten. Immerhin braucht's inzwischen guten Kilometer auf gerade ebener Strecke, bis ich bei Tempo 80 bin. Hm. Das soll, glaube ich, anders sein, oder? Ja. Unpraktisch. Ja, meine Frau sagte sowas wie, sie ist es leid, mit 40 die Autobahnauffahrt auf die Autobahn ja. aufzufahren. Einfach weil die Menschen und die LKWs hinter ihr immer Vollbremsung machen müssen und hupen. Dann soll sie es nicht. Ja. Ne? Zu Fuß ist sie schneller. Ja, also wenn das weitergeht, ist sie mit dem Bus auf jeden Fall schneller. Ach, verdammte Autos. Hm. Stimmt. Ohne wäre besser. Dann würde ich hier festsitzen und... Ach, wäre das schön. Irgendwie ja, aber... Wer bringt einem dann die großen, sperrigen Sachen nach Hause? Was brauchst du denn für große, sperrige Sachen? Dich. Wozu brauchst du mich? Podcasten. Das macht dieses Internet. Oh. Dann für zum Kochen? Ich koche auch gerne auf der Autobahn. Nach einem Stau steht und es ist so heiß. Und das Wasser im Kühler fängt an, immer heißer zu werden. Ach ja, das ist schön. Ja. Ich hab man dann irgendwann schon den Dampfgarer in Richtung Motorhaube buxieren kann. Irgendwann bin ich dann mal am Rasthof raus und ich hatte eine Flasche Sprudel dabei und habe gemacht, ein Stück für mich, ein Stück für dich. Gut, der Kühler war eh hinüber, dann später. Da hat er mehr als einen Schluck gekriegt, da musste ich ständig nachfüllen. Hm. Mir ist ja auch mal mitten auf der Autobahn ein Reifen geplatzt. Das ist unangenehm. Ja. Ich fand es noch so gerade passend, weil so ein paar hundert Meter weiter hätte ich Gas gegeben. Da war da nämlich dann keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Mhm. Aber es macht plötzlich laut Peng. Und ich denke nur, fuck, fahre rüber auf den Seitenstreifen, halt an und guck erst mal. Und habe ein Riesenloch im Kotflügel hinten. Was? Ja, es war nämlich nicht der Reifen, der so direkt geplatzt ist, es ist so die Gummischicht drauf abgeplatzt. Aha, aha.
Der Reifen war so, also der Schlauch innen war sogar noch, noch fest. Ich hätte jetzt nicht mehr groß fahren können damit, aber dieser Gummimantel hat mir ein Riesenloch in den Kotflügel gehauen. Krass. Ich bin so ganz langsam am Seitenstreifen dann zum Rasthof gerollt und habe da dann mal einfach den Reifen gewechselt und durchgeatmet. Aha. Ja. So ist das. Hm. Scheiße ist das. Es war gar nicht so weit von dir entfernt. Damals. Aber ich weiß nicht, ob ich dich da schon kannte. Es war in einem anderen Leben. In welchem? Irgendwas mit Wikingern. Wow, das könnte sein. Wikinger sind toll. Ja, schon. Ole, Sven, Helga, der Schreckliche. Oh ja. Und seine schreckliche Frau. Ja. Ich habe ja mal eine Zeit lang Helga, der Schreckliche, gesammelt, die Comics. Ich auch. Mittlerweile sammle ich ja ganz viele Comic-Strips. Du sammelst einfach alle Comics. Ja, tatsächlich. Ich habe da zigtausende. Aber halt nur digital. Also wenn du die letzten 20 Jahre Helga willst. Wir müssen uns darüber nochmal unterhalten. Das klingt auf jeden Fall so, als würde ich das wollen würden. Gut. Es gibt da so richtig, richtig schöne aktuelle Comicstrips und vor allem auch alte, bei denen du denkst, warum kenne ich das nicht? Das ist geil. Es gibt natürlich auch doppelt so viele What the fuck-Momente. Mhm. Aber manchmal sitze ich da, wenn mir langweilig ist, habe das Google News Archiv auf und lese alte amerikanische Tageszeitungen. Nur wegen der Comicstrips. Herrlich. Ach ja. Ich bin ja eben, als ich wach geworden bin, Hast du es gut? Also, ich habe einfach weiter geschlafen, als ich wach geworden bin. Naja, ich habe festgestellt, dass Teile von mir noch geschlafen haben, nicht beide Arme, auf denen ich lag. Was unangenehm war, weil ich musste ja pinkeln. Und wenn du keine Kontrolle über die Arme hast, ist es immer so. Die Fremde. Ich verstehe. Ja. Ja, du musst ja erstmal die Arme überhaupt in Bewegung bekommen. Nein, ich habe das auch manchmal. Die schlackern doch einfach mit, oder? Ja, manchmal. Ich habe das auch, dass ich dann manchmal im Bett liege und eben so diesen einen Arm an, der eingeschlafen ist. Und der ist aber auch mittendrin eingeschlafen. Das heißt, der knickt ein und haut mir ins Gesicht. Ja, ein bisschen defekt, diese Konstruktion. Nur ein bisschen. Wie eine Marionette, die außer Kontrolle geraten ist. Ja, so fühle ich mich ohnehin. Keine Kontrolle über dein Leben, aber dafür lässt du es krachen. Yay. Womit wir wieder bei den Muppets werden. Heute tanzen all die Puppen. Mhm. Ich muss diesen Film noch sehen, wo ich dir das Bild von geschickt habe. Ah, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den habe. Ich wollte gucken, ob ich den irgendwie bei Amazon klicken kann oder so. Wahrscheinlich.
Aber ich kam noch nicht dazu. Wir hatten ja gesagt, ich stelle merkwürdige Filme vor. Ja. Dann mache ich das. Okay. Ich hatte das zuerst für die 1. Oktober-Sendung geplant. Die ist wir das übermorgen nicht schon? Hätten aufnehmen Ach so, okay. wollen. Das ist noch gar nicht Oktober. Nein, morgen hätten wir aufnehmen wollen. Nehmen wir morgen noch auf? Ja, natürlich. Ich dachte, das wäre nur so ein Es ist Nacht, wir können nicht schlafen und Dela braucht neues Hörfutter-Folge. Naja, wir werden sehen, wie lange das hier dauert. So lange, bis deine Arme wieder einschlafen. Der eine ist schon ganz müde. Es dauert noch 46% Akku. Na, siehst du. 1,5 Stunden könnte ich noch. Und da wir eh nicht so lang machen. Genau. Ja. Du kennst doch die Halloween-Filme. Nö. Nicht? Nö. Michael Myers, der Babysitter-Killer. Gibt, glaube ich, 10 Filme und ein 11. kommt jetzt ins Kino. Ist halt so ein klassischer 80er Jahre oder Ende der 70er zum ersten Mal noch erschienen, ein Slasher-Film. Aber was hat er denn gegen Babysitter? Na, der ursprüngliche Titel war der Babysitter-Killer. Ah. Später kam er aber raus, also er hat als kleiner Junge seine Schwester umgebracht und ist dann irgendwann später ausgebrochen und hat dann andere Leute umgebracht. Und dieser Babysitter, da war dann auch seine Schwester im zweiten Teil. Kam das dann raus. Ah, okay. Ja, und nach diesem zweiten Teil waren dann halt alle Figuren tot. Das blieb natürlich nicht so. Die kamen dann wieder zurück. Jamie Lee Curtis kommt jetzt für den neuen Film zum dritten Mal zurück, weil der wieder mal alles ignoriert, was vorher da war und nur das Original nimmt. Aha, ja. Aber ich wollte einen skurrilen Film nennen. Das ist nämlich Halloween 3. Weil nachdem ja der Killer tot war, haben sich die Macher gedacht, ja, die Geschichte ist auserzählt. Und haben den dritten Teil was komplett anderes gemacht. Sie hatten überlegt, ja, vielleicht machen wir jedes Jahr so Halloween einen Horrorfilm und nennen dann Halloween 4 und Halloween 5 und ja. Und deswegen haben sie anstatt einer Serienkillergeschichte in Halloween 3 eine düstere Verschwörung erzählt. Okay. Hat überhaupt nichts mit den anderen Filmen zu tun. Deswegen ist das so ein bisschen sehr merkwürdig. Und zwar geht es da um einen Arzt, der herausfindet, dass ein Spielzeugfabrikant versucht, tausende Kinder zu töten mit ferngesteuerten Halloween-Masken. Weil dieser Spielzeugfabrikant, das nämlich in Wirklichkeit bösartige Droiden. Ja. Und in diesen Masken ist nämlich ein Mechanismus, der ausgelöst wird durch einen Werbespot in der Halloween-Nacht. Dann schnappt er zu und bringt die alle um. Mhm. Und das Schöne ist, der Arzt schafft es nicht, die Ausstrahlung zu verhindern. Das klingt schon nach einem sehr qualitativ hochwertigen Film. Auf jeden Fall. Ist es auch. Wir haben einen tollen Werbejingle. 3 more days till Halloween, 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 3 more days to Halloween, Silver Shamrock. Das ist die Firma. Weil Shamrock, klar, sind ja Druiden. Ja. Okay. Na, ich habe eben gelogen, also ganz unabhängig von den ersten zwei Teilen ist er nicht, weil im Fernsehen läuft kurz der erste Film. Es ist, ja, also wenn man so die ersten zwei Teile geguckt hat und kennt vielleicht welche von den späteren, zum Beispiel das Rob Zombie Remake, und sieht dann den hier auf einmal, dann ist das, glaube ich, doch schon etwas überraschend. Und ich lese hier gerade, dass der Film bis Januar 2012 in Deutschland auf dem Index stand. Okay.
mittlerweile ungeschnitten ab 16 frei ist, was ich ja immer lustig finde. Ha. Übrigens heißt der erste Teil Halloween von 1978. Mhm. Das Remake von 2007 heißt Halloween. Und der neue Film, der dieses Jahr ins Kino kommt, heißt Halloween. Also man kommt gar nicht durcheinander. Ach, ach, ach. Und immerhin hat in 5 Teilen Jamie Lee Curtis dann mitgespielt. Okay. Ja. Eine der großen Scream Queens der 80er. Scream Queens? Ja, die Schreikönigin, so heißen die, die Horrorfilme meistens so überleben. Ich verstehe. In den 80er Jahren erhielt sie den Beinamen The Body. Ja. Den Beinamen haben sie mir im Leichenschauhaus auch gegeben. Wer ist das da? The Body. Riecht schon ein bisschen. Ja. Ah, die Tochter von Tony Curtis. Aha. Mhm. Ja, den kennt man wenigstens. Na, Jamie Lee Curtis kennt man aber auch. Sagst du, was hat sie denn alles gesungen? Oh, die hat viel gemacht. Die hatte 1977 einen Auftritt in einer Folge von Quincy. Oh, Quincy und Columbo. Ja gut, dann hätte ich sie kennen müssen. Ja. Sieht auch John Carpenter's The Fog, Nebel des Grauens, mitgespielt. Ich erinnere mich nicht mehr, wie sie da mitgespielt hat. Prom Night, die Nacht des Schlechters. Und auch Terror Train. Also sie hatte schon, schon einen Grund, warum sie so als Horrorfilmkönigin galt in den 80ern. Ah, True Lies, okay. Mhm. Ja, gut. Beverly Hills Chihuahua? Ja. Was zur Hölle? Das willst du nicht wissen. Okay. Das. Das stimmt. Das möchte ich nicht. Wenn ich so liege, schläft mir wirklich der Arm ein. Ja, solange er nicht schnarcht. Er knackt nur ein bisschen. Ach, das kenne ich. Ja. Ich habe das ja öfter, wenn ich längere Zeit irgendwo sitze und lese und den Arm so angewinkelt habe, dass ich dann plötzlich merke, oh, festgerostet. Da muss ich immer so schleudern, bis es knackt. Dann knackst. Ah, der Flo schleudert, bis es knackst. Oh ja. Eine meiner Lieblingstechniken. Ja. Whatever floats your boat. Hm.
Ich habe heute sehr viel gekocht. Und das, obwohl das 2.44 Uhr ist. Ich habe gestern sehr viel gekocht. Ah, was hast du denn gekocht? Viel. Oh, das esse ich am liebsten. Ja. Erzähl mal mehr davon. Ich habe für mich ein Chili con Carne gekocht. Und bitte? Mit Chili. Und Carne. Oh. Quasi beides. Huh? Ja, mit Chili. Die stehen jetzt ja wieder im Wintergarten, die Chilis. Mhm. Und damit sind auch die Erektionsstörungen quasi behoben. Die stehen wieder alle total gut. Weil irgendwie hängen die nicht, die Schoten, sondern stehen im Idealfall senkrecht. Ja, das kenne ich. Da beschweren sich die Nachbarn immer so. Die sind nur neidisch. Auf deine scharfen Schoten. Und für die Frau habe ich Bolognese-Soße gemacht. Auch mit Carne? Ja. Aus ganzen Bolos. Und dann noch aus etwas über 1,5 Kilo Kartoffeln Dippekore. Oh. Ich habe gestern gar nicht gekocht. Hast du denn wenigstens was gegessen? Ja. Gut. Aber schon pre-cooked. Ich glaube, heute mache ich mir einfach ein paar Spaghetti. Ich habe noch Tomaten da. Mhm. Da werde ich die in den Backofen. Und dann... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit mache. Du machst immer so lustige Dinge mit Tomaten im Backofen. Ich finde es total klasse. Ich liebe das. Da kann man so tolle Soßen machen im Backofen. Und die schmecken viel intensiver, weil halt das Wasser alles raus ist. Ich glaube, ich werde hier die Kirschtomaten einfach in den Backofen legen. Und ein Stück Paprika und Knoblauch. Und das alles schön dunkel werden lassen. Und dann mit ein paar Kräutern, Gewürzen und ein bisschen Öl pürieren. Und fertig. Das ist eine sehr leckere Pesto dann. Das klingt so. Mhm. Ist auch schnell, also schnell gemacht nicht. Es braucht halt schon ein bisschen, aber es hat keinen Aufwand. Du hast nicht mal einen Topf dreckig. Nur den Backofen. Ja, aber da legt man dann Backpapier drunter und ja. Und später kann man den Backofen auslecken. Aber erst abkühlen lassen. Ja, tut weh. Hm. Ich habe gar keinen Tee. Ich auch nicht. Und dieser Tee, den ich gekauft habe, der ist komisch. Welcher denn? Heidelbeer-Kokos. Okay, den hätte ich nicht gekauft. Ich war neugierig und hatte eine Packung Lama-Kekse. Ich war nicht Herr meiner Sinne. Lama, Rama, Ding Dong Kekse. Mit extra viel Ding Dong. Auf ihrem Lama. Ich muss mich umlegen, mein Arm schläft tatsächlich ein. Ah ja, du darfst dich wieder umlegen. Wenn ich dich umlegen will, kriege ich wieder Ärger. Ja, von deiner Frau. Umlegen, nicht flachlegen. Ach so. Umlegen darfst du mich jederzeit. Ausgezeichnet. Solange die Versicherung nichts davon erfährt. Nein, die hört nicht zu. Hallo Versicherung. Hallo.
Der hat nichts gerne, hätte gerne eine Flasche Versicherung. Möchten Sie Pommes frites dazu? Ja, aber bitte zum hier trinken. Okay, kommt sofort. Dum, 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 dum. Ach, ich mag ja dieses Kribbeln nicht, wenn einem was einschläft. Hm. Ich mag das Gefühl, wenn man insgesamt einschläft, aber das habe ich auch so selten. Ich bin da wie so ein, was denn das, Delfine? Wo immer nur die eine Gehirnhälfte schläft. Ja. Das Problem ist, ich bin ja eh nur so ein Halbhirn. Und aber wenigstens musst du nicht sterben, wenn du einschläfst. Hey, irgendwann schon. Ja, okay, stimmt. Außer ich leg dich um. Ja, dann muss ich nicht mehr sterben. Stimmt. Und auch nicht mehr schlafen. Auch. Mein Handgelenk hat geknackt. Hast du es wieder geschleudert? Nee, das machen die irgendwie von alleine. Das ist nicht schön. Das tut weh. Ach. Ich habe ein Buch gelesen. Das finde ich gut. Verschiedene Bücher gelesen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich lese ja sehr viel. Bist du vorbereitet auf deine Aufnahmen? Die Aufnahme, die in etwa 16 Stunden laufen soll, ja. Sehr tatsächlich habe ich da gestern endlich das alles vorbereitet. Wir reden ja über Schrödingers Katze oder so ähnlich. Okay. Ach nein, Friedhof der Kuscheltiere. Ah. Ist dasselbe. Nein, ich habe bei einem Verlag meines Vertrauens mich an ein Buch aus einer düsteren Erotikreihe gewagt. Mhm. Ich habe das so bis jetzt ignoriert. Boah, das klang eigentlich ganz interessant. Gott, war das langweilig. Nicht, dass ich 50 Shades of Grey gelesen habe, aber schlimmer kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich werde diese Reihe weiterhin ignorieren. Nee, also erstmal das. Ich weiß nicht, ich hatte sowas gelesen, ja, ständig Twists und spannende Wendungen. Nein. Ich habe von Anfang an gewusst, was passieren wird. Es ist ein ganz, ganz schreckliches Frauenbild, obwohl es von einer Frau geschrieben ist. Okay. Die Erotik war, sagen wir es mal so, ich liege momentan hier nackt vor dem Mikro. Ich bin erotisch. Nein. Ich bleibe bei anderen Reihen, die dieser Verlag rausbringt. Okay. Und werde das weiter ignorieren. Hm. Ich habe auch ein Buch gelesen. Das ist schön. Nein. Du hast es aber ausgemalt. Ja. Grundlagen der PA-Technik. Komplett ausgemalt. Mit einem schwarzen Edding. Markier, wupp, markier. Genau. Geschwärzt zu ihrem Vergnügen. Was ist denn das für ein schwarzer Balken? Oder freust du dich nur, mich zu sehen? Nein. Ich weiß. Aha, wo war das denn? Hier. Nein, in Erfurt. Ach so. Da hat die Polizei einen Mann in seiner Wohnung aufgesucht, weil der an einer Barschlägerei beteiligt war.
Und der Mann hat dem Polizisten fast den Finger abgebissen. Okay. Ja. Jetzt wird ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hätte ich ja nicht vermutet. Ob ich das den Sonntagmorgen Jungs mal schicken soll? Wir müssen unsere Sendung früher rausbringen, dann machen wir das erst. Genau, wie Sie vielleicht bei Alt und Verbittert schon gehört haben. Ja. Ja. Natürlich nennen wir diese Nachrichten einfach nur und reden gar nicht drüber, weil was willst du da drüber reden? Ja, es kann nicht gut geschmeckt haben, weil du hast nicht die Soße dazu gekocht. Gibt es da nicht auch irgendwie so, ja, Fingerfood? Ah. Vielleicht hat er auch einfach nur neue Daumen gebraucht für sein Daumenglas. Mit den Daumen zum Daumen drücken. Nein. Okay. Weil der Daumen ist kein Finger. Ja, ja. Ach, stimmt das auch? Ja, ja. Da so reicht man jemandem den kleinen Finger und er beißt in die ganze Hand. Nom, 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 nom. Ich möchte Dela grüßen. Ah, hallo Dela. Gute Besserung. Wir wissen nicht, ob das hier gegen Migräne hilft. Also mir nicht. Viel schlimmer kann es nicht werden, oder? Das denke ich seit Jahren. Das wollte ich gerade sagen, das haben wir schon so oft gedacht. Ah. Tja. Ja, jetzt bin ich wieder wach. Super. Ich auch, toll. Und ich hatte doch angekündigt, ich schnitze den Kürbis in dieser Folge. Ja, dann Flo, leg dich nackt in dein Bett und schnitze mir einen Kürbis. Soll ich die Webcam anmachen? Ja. Jetzt brauchen wir einen Stream. Hallo Chat. Ihr dürft, wenn ihr das hört, natürlich gerne in unseren Chat kommen. Ihr müsst ihn nur finden. Und wenn ihr Glück habt, ist noch jemand anderes da. Dann könnt ihr schreiben. Oder auch nicht. Kann ich den Satz nochmal anfangen? Nein. Okay. Aber ich vermute, dass auf diese Art und Weise Parship erfunden wurde. So. Schade, ich dachte, wir halten die Pause länger durch. Du weißt doch, wie das ist mit mir und Pausen durchhalten. Keine Disziplin, der Junge. Nein. Ich auch nicht. Ich weiß. Was machen wir denn heute noch? Generell oder während wir aufnehmen? Beides. Ich starre den Chat an und nichts funktioniert. Wir haben, ach so, ja, Chat. Und wir könnten ja mal eine Sendung machen, in der wir uns nur mit dem Chat beschäftigen und gar nicht reden. Und das aufnehmen. Das ist eine gute Idee. Ich bin auch wirklich, wirklich, wirklich gespannt auf die Kürbisfolge, weil das eigentlich voll das Audioerlebnis werden muss. Ja, ich werde dir dabei vielleicht auch reden. Nein. Bitte. Doch, ich werde Sachen sagen wie: Scheiße, schon wieder geschnitten. Aua, okay. Mein Auge. Und dieses Teil muss brennen.
Ja, dieses Teil muss brennen. Und danach brennen hat man wieder einen schwarzen Teil. Balken. Ach ja. Ich mache den Fernseher an. Oh, und Fernseher. Gucke noch irgendwas Skurriles. Nachrichten. Das ist mir zu skurril. Ich meine, das kann man doch wirklich nicht mehr gucken, oder? Nur ironisch. Hipster-Nachrichten. Ich habe eine, wo wir gerade bei Hipster sind, eine Kräutertee-Mischung. Lose Mischung mit Pfefferminz und Kamille und ich weiß nicht, allen möglichen Krautsorten. Die ist echt lecker. Die kann ich aber auf keinen Fall abends trinken. Weil auch wenn das Zeug ja kein Koffein hat, Kräutertee, das macht wach. Okay. Ich weiß nicht, ich habe das normal bei Pfefferminztee nicht, aber wenn sie so frischerer, der knallt ganz schön. Und ich bin ja echt nichts mehr gewöhnt. Haben Sie was getrunken? Ja. Pfefferminztee. Wollen Sie mich verarschen? Nein, ich will Ihren Daumen essen. Nein, 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 nein. Das sind schöne Geräusche. Brauchst du einen Exorzisten? Könnte sein, dass der mir weiterhelfen kann, ja. Kann der die Flasche halten? Ich muss mal. Der kann alles. Gut. Kann der auch weiter meine Nase am Mikrofonschnuffel reiben? Das sind meistens katholische Priester. Du weißt, dass die... Der kann alles überall alles reiben. Wusstest du, dass es eine Fernsehserie zu Der Exorzist gibt? Nein. Ich wusste es bis vor 2 Wochen auch nicht. Jetzt habe ich sie hier liegen. Also ich werde dich auf dem Laufenden halten. Frag mich da auch wirklich, also handlungsmäßig, ist das doch ein bisschen wie so eine Kochsendung. Es passiert doch eigentlich... Ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Ich meine, es gibt ja auch 5 Filme. Ja, gut. Aber das waren auch die 70er. Da war Okkultismus noch in. Oh ja. Damals. Ja. Als Rosemary ihr Baby bekommen hat. Und die Beatles noch geglaubt haben, sie müssten Musik machen. Das war schön. Geht so. Mein Bauch knurrt. Das habe ich gehört. Ich weiß, das war sehr laut. Das stimmt. Ich habe Kekse, aber die stehen da hinten und ich liege hier. Du brauchst einen Exorzisten. Verdammt. Im Hausmädchen-Uniform. Wäre ich doch nicht aus der Kirche ausgetreten. Irgendwas ist immer. Vielleicht dann einfach ein Missionar statt einem Exorzisten. Nee, die Stellung kann ich schon mal. Siehste? Dann stehen doch alle Türen offen. Nein, ich habe die zugemacht, weil ich vorhin pinkeln war. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Nein, die Badezimmertür nicht. Ach so. Weißt du, was bekloppt ist? Wir haben die Stunde schon bald voll. Was?
Nein. Ja, es ist 3.04 Uhr. Wir haben Viertel nach angefangen, ne? Ja. Ach du Schande. Ja, Flo, und du hast in Frage gestellt, dass wir am Montag, also morgen, nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, also so ein Stündchen kriegen wir doch immer mal zusammen. So ein Stündchen kriegen wir morgen auch zusammen. Siehste. Und wir wissen ja noch nicht, ob wir die Woche darauf einen Termin finden. Genau, die Woche darauf bin ich ja in Urlaub. Genau. Deswegen passt das schon ganz gut. Es sei denn, Dela kriegt Migräne. Dann müssen wir einen Sondertermin einschieben. Ja. Improvisieren wir. Was wir ja sonst nie tun. Nö. Das ist alles vorgeskriptet hier. Mhm. Ich finde ja meine Twitter-Timeline ist nachts um 3 sehr leblos. Schön, oder? Ja. Ist echt nicht viel los. Ja. Wieso denn bloß? Die podcasten bestimmt gerade alle. Vermutlich. Ich glaube, die Sunday Morning Jungs nehmen das auch immer nachts schon vorher auf. Und schneiden nur noch den Chat dazu. So wie wir. Nur, dass wir den Chat zerschneiden. Naja, es fällt ja auch nicht auf. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob ich nachher kann, deswegen, tja. Dann höre ich es halt nach. Das ist das Alter. Da hört den Sunday Morning, falls ihr ihn nicht hört. Er ist sehr gut. Letzte Woche wurde zum Beispiel der Herr Zweikatz zum Miss Hitler gewählt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da war was. Und wir sind erwähnt worden. Ja, das habe ich gehört und habe mich sehr darüber gefreut. Ich fand das sehr schön, als Stefan gesagt hat, es gibt einen Alt- und Verwittert-Podcast. Das muss nur sein. Die Teile von mir, die nicht zugedeckt sind, sind kalt. Eiszapfen. Leichenstarre. Eisbein? Nein. Die Beine sind tatsächlich zugedeckt. Sehr gut. Also da unten. Ach. Ja gut, über die Waden verliert man ja auch sehr viel Wärme. Deswegen habe ich da Haare. Ah. Genau wie am Hintern. Siehst du. Bett knarzt. Nein. Oh. Ich hatte gerade wirklich Sorge um dich. Ich mache manchmal auch so Geräusche. Ja, das klang wirklich wie als würdest du dich strecken. Jetzt sterbe ich. Naja, wir haben die Stunde eh gleich voll. Das ist gut, da muss ich nicht mehr leben. Genau. Jetzt muss ich mir aber irgendeinen skurrilen Film überlegen, über den ich morgen spreche. Ich werde was finden. Gewiss. Ich hatte auch überlegt, ob ich für den Oktober etwas Lustiges mache, aber das wäre Arbeiten, deswegen lasse ich es und verrate gar nicht, was ich vorhatte. Ja, das ist doch gut. Ja. Ich habe Lama-Kekse. Oh, das passt zu deinem Tee.
Ja. Den du nicht hast. Ich hatte vorhin eine Mate. Die passt dann wieder zum Lama. Lama-Mate. Zum Glück nicht, das Zeug ist furchtbar. Die Kekse oder die Mate? Die Lama-Mate vom Rewe. Ein gruseliges Gesöff. Nein, ich hatte Mate-Mate, was ich ganz putzig fand, weil ja irgendwie jeder Mate-Hersteller irgendein komisches Wort vor das Wort Mate packt und dieser Hersteller einfach das Wort Mate nochmal vor das Wort Mate packt. Ja. Sperma-Mate. Sperma-Mate. Schon mal getrunken. Ah. Und rausgeschleudert. Von führenden Mixern empfohlen. Ach, mal in den Chat. Ejakulamate. Das klingt irgendwie so gebildet. Alma Mate. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ach, kennst du das, wenn du nachts irgendwas tippst und kannst nicht mal mehr die einfachsten Wörter buchstabieren? Es geht mir auf Arbeit immer so. Du sollst ja nachts nicht so viel arbeiten. Aber nee, das kenne ich auch. Ich habe sowieso so ein paar Worte, bei denen ich immer überlegen muss, wie schreibt man das jetzt? Egal, wie oft ich das schon geschrieben habe. Bist du müde? Nein. Sauerstoffunterversorgung. Dann atme. Atme. Wir können auch mal einen Podcast nur mit Atemübungen machen. Ja, stimmt. Dass Taucher sich so rückwärts aus diesen Booten rausrollen lassen. Kennst du ja. Ja. So ins Wasser, ja. Das weißt du, warum die das machen? Damit die nicht aufs Gesicht fallen. Genau. Wumpf. Ich war ja auch tauchen heute, also heute noch nicht, gestern. In der Badewanne. Hast du wieder U-Boot gespielt und ein Periskop ausgefahren? Nein. Es war mehr so wie ein einarmiger Oktopus. Ach ja. Und wo wir bei Oktopussi sind, ich habe im Sommer mal alle James-Bond-Filme in einem Rutsch geguckt. Was? Ja, und das ist der Spoiler, darüber reden wir morgen in unserer Episode. Ja, muss ich jetzt heute Nacht etwa alle? Ja. Na, wenn du die tatsächlich auch mal alle gucken willst, wir dann drüber reden wollen, können wir das auch machen, dann verschiebe ich das. Ich hatte mir das wirklich schon mal überlegt, aber andererseits... ich war kurz bei dem Video hängen geblieben, wo die Robbe den Kajakfahrer mit dem Oktopus verhaut. Ach, ein schönes Video. Ich mag Meeresfrüchte. Oh ja. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich mal wieder James Bond gucken soll. Weil, ne? Es ist halt James Bond, ja. Ja, eben. Allein mir fehlt die Zeit. Mhm. Ich habe auch so, es war so eine Ecke, wo ich tatsächlich Zeit hatte, aber ich habe auch, glaube ich, 2 Wochen gebraucht. Mhm. So am Wochenende ein paar Filme und dann abends immer mal einen.
Das wäre eigentlich wirklich eine gute Idee. Gut, dann verschieben wir das auf spätere Folgen. Dann ja, aber worüber wollen wir denn dann morgen reden? Über ausgestorbene Tiere. Sowieso? Ja. Ich suche mir mal einen schönen Film raus. Ich werde den Kürbis schnitzen. Ja. Und ich, ich habe noch eine Frage mir aufgeschrieben für dich. Oh, oh. Die frage ich dich aber erst morgen. Das wird vielleicht eine lange philosophische Diskussion oder es wird ein kurzes Ajo. Ich bin gespannt. Gut. Dann haben wir wieder geredet. Genau eine Stunde übrigens. Yay. Na, du weißt ja noch nicht, weil ich alles raus. Wird tatsächlich komplett ungeschnitten. Ich schnitt immer nach vorne und hinten was ab. Und. Du bist lustig. Ja, nein. Doch. Nein. Doch. Ich bin wirr, das ist was anderes. Nein. Lustig ist, dass das Programm mir anzeigt, ich wäre online seit 23 Sekunden. Naja, du warst weg, als du sagtest, dass du irgendwas schneidest und ab dem Moment warst du einfach stumm und ich musste halt lachen, weil nichts mehr kam von dir und ich dachte, geil, so schön geschnitten hat er noch nie. Und das kann gut sein mit den 23 Sekunden, das kommt hin. Aber das ändert sich nicht, die 23 Sekunden, deswegen glaube ich, dass es tatsächlich Zufall ist. Das kann natürlich auch sein. Wieso war ich wieder weg? Naja, ich habe schlechten Empfang in meinem Bett. Dann musst du deine Antenne ausfahren. Dann wird die auch wieder kalt. Macht aber nichts. Kalte Antennen leiten besser. Ja. Tja. Tja, war eine schöne Folge. Ja, sollten wir öfter machen. Nein. Gut. Ich überlege, ob ich sie noch schneide. Und dir dazu werfe. Ich habe selber eine Aufnahme gemacht. Ah, gut. Ich würde halt gerade irgendwie vorne die ersten Sekunden wegschneiden, bis das Echo weg ist. Und genau, ja. Oder ich lasse es einfach da. Nein, mach das ruhig raus. Das war noch nicht alles eingestöpselt bei mir. Der Buttplug war noch nicht drin. Der friert ja sonst auch. Ja, sicher. Man muss doch auch mal an seine Mitstöpsel denken. Ich denke gerade an einen beheizbaren Lockenstab, aber lassen wir das. Ja. Das sind Themen. Ach ja. Gut, gut. Das heißt, aber wir müssen wirklich noch eine Folge machen. Wenn du möchtest, also wenn du sagst nein und läufst schreiend weg, dann lassen wir das gerne. Ich kann nicht weit weglaufen. Mein Kopfhörerkabel hat nur 2 Meter. Meins hat Knoten. Ach ja. Das mag ich an dir so. Die Knoten? Ja. Ich weiß. Deswegen machst du immer welche rein. Da hat man immer was zu fummeln. Ja. Das ist, was der katholische Priester auch gesagt hat. Nur, dass du von mir keine Schokoriegel kriegst. Ach. Weil du die alle weggefressen hast. Ja, gut. Sonst werde ich wieder zur Diva. Zuerst vorbei, wenn die fette Lady singt. Also Christian, leg los. Gute Nacht.